sorry, dass ich so anspreche, aber du bist Freundin, ne? Ich wollte eigentlich fragen, so, ob du Bock auf ein Date hast, aber mach mal nicht. Du bist sogar verlobt. Aber ich finde das ein großes Problem, gerade du sagst zu ihm. Aber wird das, nee, ne, wird nicht gehen, so Bock auf drei oder so habt ihr auch nicht, ne? Ich hab das ernst gemeint. Ich glaub dir. Ja, okay. Echt nicht? Schade. Mir ist das ein bisschen unangenehm, aber du bist mir gerade aufgefallen. Ich würde gerne nach einem Date fragen, ob du mit mir was essen willst. Mit meiner Freundin. Ist es deine Freundin? Ja. Ist das schlimm? Oder? Wie ist das schlimm? Ist so. Wir können doch trotzdem gehen, oder? Ja, nein? Okay. Nee. Schade. Boah, wo habt ihr das lecker Eis hier? Ja, ich muss das doch nicht. Gar nicht. Darf ich auch mal lecken? Sorry, nein. Ganz kurz, Jungs. Jetzt kommt der beste Deal. Ich verkaufe. Danke. Wie viel? Wie viel? Was willst du zahlen? Das liegt an dir. Ich verkaufe. Zwei Kamele. Ich verkaufe. Kommst du mit, Bruder? Hallo? Hallo? Papa? Kannst du einfach zu mir kommen? Ich finde, du siehst aus wie eine 9 von 10 und ich bin deine 1, die noch fehlt. Ich? Ist dann irgendwo. Nee, ich meine das komplett ernst. Ich suche auch noch einen Sugar Daddy. Sugar Daddy? Ich bin nur hier aufgefallen und ich dachte, ich frag dich mal, weil ich suche halt noch richtig teure Schuhe. Und was verdienst du denn so? Soll ich jetzt sagen oder was? Ja, ich will doch wissen. Dann verdienst du nicht so viel, hä? Oder? Verdienst du nicht so viel? Aber warum muss man gar nicht wissen? Geht's ums Geld? Ja, welchen Sugar Daddy suche? Ja, nee. Willst du nicht sagen? Also dann verdienst du, glaube ich, nicht so viel. Muss ich wenig verdienen, aber nur weil ich keinen Bock habe, jemanden zu enteilen, oder wie? Nein, ich dachte, wir gehen jetzt nach P&C und verkaufen was Schönes. Aber wenn du nicht so viel verdienst, dann bist du mir auch zu broke und ich das ist keine ein bisschen blöd. Blöd. Okay. Kaufen, ja, voll schade. Entschuldigung. Hi. Hallo. Kommst du von hier? Ja, ich komme aus Essen, ja. Stabil. Hast du Bock auf ein Date? Können wir gerne machen, kein Problem. Kannst du mir eine Nummer geben? Ja, kann ich machen. Ja, sag mal. Wie heißt du denn? Benne. Benne? Benne, ja. Du? Benne, bist du? Ich weiß nicht, sie hat mich gerade angesprochen. Bist du? Übertreib mal nicht. Was willst du hier? Wer ist das? Ja, ich hatte gerade Bock auf ein Date. Was willst du? Scheiß? Ey, ich kenne dich irgendwoher, ja? Ich weiß, ich glaube von TikTok, ne? Kann sein? Nee. Doch, ich glaube schon. Eine Freundin? Ja, so ähnlich. So ähnlich? Ungefähr. Weil dein Style ist voll geil. Ich hätte voll Bock auf ein Date gehabt mit dir. Ich dachte mir so, frag mal. Ja, alles gut, aber danke schön. So halb ist ja auch nicht eine krasse Antwort, oder? Ja. Weil du hast ja gesagt, so ist ja nicht so gar nicht. Ja, aber ist leider schon. Ja, ein Dreier wäre auch okay. Nee, danke. Aber nee, danke schön. Vielen Dank. Oh, langweilig, schade. Willst du mein Freund sein? Nein. Komm, sei mein Freund. Nein. Freund? Ja. Perfekt. Weil bei dem Mobilfunkanbieter Frank bekommst du mit jedem Freund 3 GB Datenvolumen für immer dazu. Daten war super gut. Frank ist rein digital per App okay. Und eSIM. Okay. Sind wir jetzt Freunde? Bin jetzt Freund, oder? Ja. Weißt du was? Du bist sogar mein bester Freund. Normalerweise hast du 7 GB Datenvolumen für 10 Euro im Monat. Für jeden Freund, den du anwirbst, bekommt der, der wirbt, aber auch der, der geworben wird, 3 GB pro Monat dazu. Und das dauerhaft. Und das kannst du mit bis zu 15 Freunden machen. Und du kannst dir ausrechnen, wie viel Datenvolumen du am Ende hast. Und das Ganze für 10 Euro im Monat jederzeit kündbar. Du hast nur einen Tarif. Mhm. Außerdem hast du All-Net-Telefonie und SMS-Flat. Das Ganze kannst du per PayPal oder SEPA bezahlen. Ja, das ist ja auch nice. Das ist sehr nice. Im besten Netz der Telekom. Okay, das reicht jetzt. Achtung, hier ist der Link in der Beschreibung. Du bist fast draufgetreten. Was meinst du? Okay, wir sind Freunde. Wir sind jetzt Freunde. Wir sind auch Freunde ohne Umarmung. Hey, was ist denn hier? Was macht denn hier für ein Schabernack hier? Ah. Weil ihr so laut seid. Ach so, Entschuldigung. Das hat mich jetzt richtig erschrocken. Ich habe gerade geschlafen. Ich habe gerade geschlafen, dann wurde ich wach, weil ihr so geschrien habt. Ich lag gerade auf dieser Bank und habe geträumt. Dann ging das Geschrei los. Und dann wusste ich nicht mehr, was gerade passiert hier. Ach so, nichts. Seid ihr real?
Entschuldigung, ich weiß, das ist bestimmt deine Freundin, ne? Ja. Aber ich hab dich gesehen und ich wollte dich trotzdem ansprechen. Boah, das ist auf jeden Fall ein bisschen frech, ne? Das ist schon ein bisschen scheiße. Schlappig? Ja. Ja, okay. Also ich meine, du hast es ja wahrgenommen, ne? Ja, das verstehe ich jetzt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Ja, willst du sowieso nicht gewinnen, deswegen. Muss halt nicht direkt. Was hast du denn für eine Wahrnehmung? Eine gute. Hat ja mit mir geredet. Weißt du, was man das nennt man Wahrnehmungsstörung. Ist das echt gerade hier oder träume ich noch? Das ist echt gerade. Ich lag auf der Bank. Ich lag auf der Bank und hab geschlafen. Aber wie kann es sein, dass ich jetzt mit euch spreche? Ist das real? Das ist schon real gerade. Ist das hier real? Ist das echt? Eine Frage. Meine Freundin und ich, wir sind jetzt schon einige Zeit zusammen und jetzt sind wir einfach so ein bisschen auf der Suche nach was Neuem. Mhm. Deswegen wollte ich fragen, hätten Sie vielleicht Lust, dass wir uns dann auch mal zu viert? Das ist so ernst? Ja, ja. Also ich wünsche mir das auch schon länger und er wollte jetzt endlich mal fragen. Ich wollte das halt erst nicht so, weil ich habe auch gesagt, okay, wir können ja auch zu zweit, aber... Ich suche so ein bisschen das Abenteuer. Okay. Und ihr habt uns direkt angesprochen. Okay. Also es wird halt auch gut passen, genau. Ich glaube, da sind wir echt die Falschen. Ja, wir haben schon in die Richtung auch gemacht, aber nicht sexuell. Ja, dann Scrabble oder Nein, also Monopoly. Scrabble, ja. Monopoly kann man ja auch mit sehr vielen Leuten. Das macht daran so ein bisschen Spaß, finde ich. Ja. Ja. Okay, ja, wir suchen dann einfach weiter, okay? Danke. Ja, danke. Ciao, ciao. Wir haben für YouTube gedreht. Für Iraj TV. Ich dachte jetzt, also ich werde angesprochen, weil ich auch Influencerin bin. Machen hier ein paar lustige Videos. Wir wollen den Leuten ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Sorry. Das ist bestimmt erst eine blöde Situation. Ja. Ist okay, wenn ihr mit dabei seid? Boah, auf jeden Fall lustig. Alles klar. Ich danke euch. Ciao. Noch dein Bild. Let's go, let's go. Da fahren wir. Dankeschön. Wenn du kein Schöner der Idee. Aber wenn du das aufnehmen willst, dann kommst du mal rein. Erst kommst du sympathisch rüber. Okay. Nach dem, was du danach gesagt hast, war er so. Ja, da war scheiße, ne? Guck mal da, Kamera. Ich wollte gerade. Kann sein! Sorry! Ich muss das machen, tut mir leid! Ich spiele auch so einen crazy Typen. Ist das real? Alles klar, danke euch, ja, ciao! Ich hab schon eine richtige Ahnung gehabt, wir filmen hier mit versteckter Kamera. Das war wirklich eine sehr, sehr sympathische Reaktion. Wir haben einen YouTube-Kanal. Ist okay, wenn ihr mit dabei seid? Ja. Perfekt, das freut mich sehr. Ich habe auch einen YouTube-Kanal. Ah, echt? Wie heißt der? Garden Ginger, ganz ein kleiner Kanal. Ja, aber können wir gerne reinschneiden. Ich danke euch. Schönen Tag noch. Ja, danke. Wir sehen uns beim Scrabble, ne? Guess that's why all these haters are mad at me.